Sugo-Fest-Alarm, Sugo-Fest-Alarm. Ja, Leute, das nächste Sugo-Fest ist angesagt. Und zwar für die globale Version. Und dieses Sugo-Fest ist das CP9-Sugo-Fest. Ihr seht schon Luki in seiner 6-Star-Version hier vorne. Und zwar ist das, also betreten wir hier etwas Neuland, denn wir haben auf der globalen Version das erste Mal die Sugo-Inseln da. Die seht ihr auf der Extra-Insel jetzt jeden Tag eine bis zum Sugo-Fest. Das Sugo-Fest startet am 4. Mai um 5 Uhr morgens bis zum 6. Mai um, war das 5 Uhr? Ich glaube 5, ja genau, 5 Uhr und dann am 5. Mai um 4 Uhr 59 ist Schluss. So ungefähr, glaube ich, war das. Wie gesagt, die Zeitumstellung macht das mal ein bisschen kompliziert. Aber okay. Und bis dahin werdet ihr jetzt jeden Tag eine Sugo-Insel haben, wo sich die einzelnen Charaktere vorstellen. Das ist das erste Mal, dass das dann global passiert. Und bis jetzt war das bei jedem anderen Sugo-Fest auf der japanischen Version auch. Also ab jetzt kommt das dann immer. Und jede Insel, die ihr damit macht, gibt euch einen Gem. Also da könnt ihr auch nochmal sehr, sehr gut Gems für das CP9 Sugo-Fest abholen. So, dann gucken wir uns mal eben an, was eine höhere Chance ab. Also ihr seht erstmal hier, Rob Lucky ist als neuer Charakter bei den 6 Stars dabei und die ganzen restlichen. Dann, was ich euch nochmal zeigen wollte, ist, dass das Thema dieses Sugo-Festes ist natürlich CP9 und ja, CP9-Members will join at Level 50. Was heißt das? Alle CP9 Einheiten, die ihr zieht, Kaku, Khalifa, Jabra, alle die kommen mit Level 50, egal ob die Stufe 4 oder Stufe 5 sind, also ihr startet einfach mit einem höheren Level da rein und deshalb ist das auch eine sehr, sehr gute Zeit umzuziehen, vor allem, ja, weil das auch die neuen Charaktere sind, das heißt, die haben eine höhere Wahrscheinlichkeit aufzutauchen. Die Chance, die, oder die, ja, die, die, Achso, die Raid-Up ist natürlich quick, das heißt, Jabra und Khalifa haben eine höhere Chance aufzutauchen. Für alle, die nicht wissen, Khalifa ist die mit dem, mit dem Bild, was schon Leute von Twitch gewandt hat, sagen wir es so. Also, da, auf jeden Fall, falls ihr die zieht, werdet ihr das auf jeden Fall merken. Also, ihr seht schon, wirklich viele, oder viele neue Gesichter, wir haben hier Bruno, Fukuro, Kumandori, also alle von der CP9 nochmal, alle neu für den Rare Recruit, gab es zwar schon auf der Insel, aber halt jetzt als einzelne Charaktere noch selber, also Kumandori, Khalifa, Jabra und Kaku. Meine zwei Favoriten sind höchstwahrscheinlich Jabra und Kaku, wenn ich ganz ehrlich bin, und Khalifa vielleicht wegen dem Art Design, aber sonst wirklich nur, wenn man wirklich nur von den Fähigkeiten ausgeht, Jabra und CP9. Was ich dazu nochmal sagen muss, außerdem wird eine neue Klasse, eine neue Klasse eingeführt. Und zwar die, wie heißt die neue Klasse? Powerhouse-Klasse, ja. Also das sind alle von der CP9 und halt auch ein paar mehr. Also ihr seht schon, hier wird wieder auf sehr, sehr viele Charaktere die Klasse Powerhouse angewendet und da, so seht ihr denn sozusagen, oder das wird dann halt mit diesem Sugo-Fest selber, eingeführt, dadurch, dass Luki und die CP9-Mitglieder das, die Klasse auch selber haben, deshalb ist sie mit diesem Sugo-Fest bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Schreibt in die Kommentare, auf wen freut ihr euch am meisten bei diesem Sugo-Fest, bei dem CP9 Sugo-Fest. Wen würdet ihr am liebsten ziehen? Einfach mal in die Kommentare schreiben. Und wie immer, falls euch dieses kleine Video gefallen hat, den Daumen nach oben nicht vergessen. Falls ihr sonst auch irgendwelche Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare stellen. Und ja, wie immer, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, einfach den Abonnieren-Knopf drücken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bis dann und ciao.